Als Cindy Meyer-Wölden noch zur Schule ging, zog sie gemeinsam mit ihren Eltern nach Florida. Dort lernte die Tochter des ehemaligen Sportmanagers Axel Meyer-Wölden Freunde fürs Leben kennen. Dazu zählt auch ein Bachelor. Die meiste Zeit ihrer Kindheit verbrachte Cindy Meyer-Wölden in den Staaten. Als die heute 35-Jährige noch jünger war, wanderte ihre Familie von Deutschland nach Amerika aus. Dort lernte sie dann auch Daniel Völz kennen. Der war im Alter von 3 Jahren ebenfalls mit seinen Eltern von Berlin nach Florida umgezogen. Was hatten wir für ein Glück? Jetzt haben sich der Bachelor und die Bäcker-Ex in Sarasota wieder getroffen, wie der jüngste Schnappschuss von Cindy Meyer-Wölden beweist. Die gebürtige Münchnerin teilte auf Instagram mit ihren Fans ein Foto von sich und Daniel Arm in Arm. Dazu schrieb sie, wenn man in Sarasota gute alte Schulfreunde trifft, sieht das so aus. Dann wendet sich die fünffache Mutter im Post noch einmal an Daniel und ihren Bruder Axel persönlich. Was hatten wir für ein Glück, alle zusammen an diesem wunderschönen Fleck der Erde aufzuwachsen. Dahinter setzte sie die Hashtags Kindheitsfreunde. Und gemeinsam groß geworden. Auch Daniel teilte den Schnappschuss mit den Worten, alte Freunde sind die besten. Sarasota haben übrigens beide mittlerweile verlassen. Vor einem Jahr zog es Daniel Völz zurück in die Hauptstadt. Der 34-Jährige lebt in Berlin. Cindy Meyer-Wölden hingegen wohnt nach der Trennung von Oliver Pocher wieder in Florida, allerdings in Miami und nicht in Sarasota.